Ist die Geschichte wahr oder gelogen? Das ist die brennende Frage. Also, ich denke eher, dass es gelogen ist. Ja, ich denke, das ist. Versuchen Sie herauszufinden, ob diese Geschichte wahr ist oder nicht. Hallo, ich bin Julia. Hallo zusammen, ich bin Leana. Hallo zusammen, ich bin Diana und das ist True Confession von GVB. Was wollen wir? Zieht eine. Das. Okay. Soll ich vorlesen? Ja. Also es steht, als ich mit 4 in den Pool gekumpelt bin, sind meine Flügel geplatzt und ich bin näher von einer erwachsenen Person gerettet worden. Hast du daheim einen Pool gehabt, Jule? Ich hatte daheim keinen Pool. Also bist du in einer Bade gewesen? Nein, ich bin nicht in einer Bade gewesen. Wo bist du genau baden? Ich war in der Ferien gewesen. Ist das ein Pool gewesen? Oder ein Kinderbecken? Das weiss ich leider nicht mehr. Ist sie deine Eltern dich retten? Gute Frage, ich glaube es nicht. Und jetzt der Klimatmeister gehabt? Und wieso sind deine Flügel geplatzt? Ja, ich denke vom Aufprall ins Wasser. Bist du reingekommen? Ah ja, wo du in den Pool kommst. Also von hoch oben oder war es nicht so hoch gewesen? Ich denke, es war etwa so 1 Meter, schätzungsweise. Also bist du so von einem Sprungbrett? Genau, ja. Ist okay. Die Geschichte wahr oder gelogen? Das ist die brennende Frage. Denkst, also ich denke eher, dass es gelogen ist. Ja, ich denke, es ist gelogen. Es ist nicht so wahrhaft, wie wir davon, aber... Aber es kann auch sein, dass es sich nicht mehr erinnert. Ja. Das ist das Problem. Alter. Aber ich glaube... Ich sage, es ist die Lüge. Ja, ich sage so, es gelogen ja, ist. Ich muss euch leider enttäuschen, es ist wahr. So in der Ferien in Italien, dann bin ich so, beim Hotel so in den Pool gekommen. Und dann war nur meine Mami und so ein paar andere Leute da. Ich war so die Einzige am Baden. Ja, nachher, keine Ahnung, irgendwie sind dann so meine Flügel geplatzt. Und dann hat mir, glaube ich, so der andere Mensch in diesem Pool hat mich nachher so an den Rand rausgerettet. Ja, und dann bin ich ein bisschen panisch gewesen, bin dann nicht mehr baden dort. Aber dann gerade beidseitig? Ja, gell? Ja. Okay. Ja. Zu viel. Schade, was?